Es ist eigentlich unfassbar, wie erfolgreich die Fang-Aktien in den letzten Jahren waren. Und jeder fragt sich immer, macht es jetzt noch Sinn, in Amazon, Facebook, Alphabet und Co. zu investieren? Ich mache etwas anderes. Ich stelle euch nämlich in diesem Video ein Unternehmen vor, das eine Art Fang-Aktie der nächsten Generation werden könnte. Um welche Aktie es sich handelt, das erfahrt ihr sofort. Bis gleich. Sei gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Heute machen wir heute mal ein bisschen was anderes wie gewohnt. Mein Anspruch hier auf dem Kanal ist es auch, nicht immer nur die Themen aufzugreifen, die gerade ohnehin schon hot sind, sondern auch mal zu versuchen, in die Zukunft zu schauen, was könnte in ein paar Jahren richtig groß sein, was sind die echten Megatrends, die die Technologielandschaft wirklich verändern könnten. Wobei da ja eigentlich schon der Ausdruck Technologielandschaft missverständlich ist. Und es gibt ja eigentlich jetzt schon nicht mehr Technologieaktien und Nicht-Technologieaktien. Irgendwie ist alles Technologie. Inzwischen wir leben eine Digitalisierung des Alltags. Das heißt, Technologie ist eigentlich immer da im Hintergrund bei allem, bei fast allem, was wir machen. Und die Frage ist eigentlich nur, was sind die nächsten Entwicklungsschritte? Was wird genau passieren? Was die Technologie, die Digitalisierung noch wichtiger, noch bedeutender für den Alltag von uns Menschen macht. Und eine interessante These ist dabei, dass das, was im Moment im Gaming-Bereich abgeht, nicht dort bleibt, sondern auch auf ganz viele andere Bereiche übergreifen wird in den nächsten Jahren und so richtig groß werden wird. Und bevor ich euch erkläre, was ich damit genau meine, noch ein kurzer Hinweis. Eine wichtige Rolle bei der Thematik oder in diesem Video spielt später auch Tencent, der chinesische Internetgigant. Welche erkläre ich euch gleich, welche Rolle genau, aber so oder so gibt es im Aktienreport am kommenden Samstag eine ausführliche Analyse zu Tencent und auch zum großen Rivalen von Tencent, nämlich Alibaba. Klickt einfach auf den www.aktien-report.de Link unter dem Video und ihr seid mit dabei und erhaltet die Analysen zu Tencent und Alibaba kostenlos am Samstag, am kommenden Samstag in eure Mailbox. So, also was geht da ab im Gaming-Bereich? Nun, Ausgangspunkt der These ist die Technologie hinter den sogenannten Massively Multiplayer Online Games, den MMOGs. Falls ihr keine Gamer seid und jetzt vielleicht nur Bahnhof versteht, bestimmt habt ihr schon mal von Fortnite gehört. Das Spiel kam 2017 auf den Markt und wurde zum Mega-Erfolg. Die Story ist ziemlich martialisch. Nach einer globalen Katastrophe sind 98% der Menschheit verschwunden und stattdessen streuen Zombies durch die Gegend und die Spieler bzw. das Team sollen jetzt eine Festung errichten und diese vor den in der Nacht erscheinenden Zombies verteidigen. Inzwischen wurden da richtige Champions Series ausgetragen, also internationale Wettkämpfe. Jüngst habe ich zum Beispiel in der Süddeutschen gelesen, dass der 15-jährige Fortnite-Profi Yannis Z aus Deutschland das europäische Finale der Fortnite Champions Series Invitational gewonnen habe. Richtig, also es stand da Profis, da können die Jungs und Mädels richtig viel Geld verdienen mittlerweile. Und die Corona-Pandemie bringt ja diese E-Sports und E-Gaming-Geschichten noch stärker ins Zentrum des Interesses, weil halt klar drumherum im echten Leben weniger passiert als früher. Und ich selber bin auch kein Gamer, also nagel mich bitte jetzt nicht auf Kleinigkeiten fest, was das Spiel direkt betrifft. Was aber richtig spannend ist, auch aus Investitionsgesichtspunkten, das ist die Technologie dahinter. Hinter diesen MMOGs, hinter Fortnite, speziell die für den Modus Fortnite Battle Royale. Da spielen ja bis zu 100 Spieler, entweder allein oder in Teams von bis zu 4 Spielern gegeneinander. Und der letzte Überlebende bzw. das letzte überlebende Team gewinnt dann. Und ihr könnt euch denken, dass das Ganze technologisch ungeheuer komplex und anspruchsvoll ist. Und die Entwickler benötigen da eine ganze Palette an Tools und Technologien, die reibungslos miteinander zusammenspielen müssen, damit solche virtuellen Welten, in denen sich ja die Spieler da bewegen, zunächst mal entstehen können und vor allem dann auch in Action reibungslos funktionieren. Und ermöglicht wird sowas durch die sogenannte Gaming Engine, also der Motor, die Maschine, die das Ganze antreibt, wenn man so will. Und bisher war es meist so, dass bei diesen komplexen Spielen der jeweilige Spielerentwickler, also Activision, Blizzard zum Beispiel oder auch Electronic Arts, eine eigene Gaming Engine für dieses Spiel entwickelt hat. Eine Gaming Engine, die sehr gut war natürlich, aber die eben nur auf dieses bestimmte Spiel abgestimmt war und mit der man außerhalb des Spiels nicht wirklich viel anfangen konnte. Und das Unternehmen, das Fortnite erfunden hat, nämlich Epic Games, die gehen da einen ganz anderen Weg. Und zwar haben die eine Art Universal Gaming Engine erschaffen, den Unreal Engine.
Und diesen Unreal Engine wiederum können nun Softwareentwickler, die selber virtuelle Welten erschaffen möchten, Spiele erfinden möchten, quasi als Basis für diese neuen Spiele verwenden, also so, dass sie sich um den Code selber nicht mehr kümmern müssen. Sie können sich dann ganz auf ihre kreativen Fähigkeiten konzentrieren und die Unreal Engine sorgt dafür, dass die virtuellen Welten auch tatsächlich funktionieren. Könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie bei Filmen oder TV-Shows. Wenn Marvel oder Disney einen Film aufnimmt, dann müssen die auch keine Kameras selber herstellen oder designen oder Software bearbeiten oder sich mit digitaler Speicherung auseinandersetzen, um ihre Filme zu machen. Die nutzen dafür einfach die Technologie von anderen externen Unternehmen, zum Beispiel von Red Digital Cinema, die Kamerasoftware machen, oder von Maya, dieser Computeranimationssoftware. Was nun zunächst passiert in der Gaming-Branche ist, dass immer mehr Spielehersteller auf den Unreal Engine von Epic setzen. Es gibt noch eine einfache Alternative von einem anderen Hersteller, die nennt sich Unity. Aber inzwischen ist es so, dass 8 von 13 neuen Spielen für die neue Xbox von Microsoft Unreal-basierte Spiele sind. Einfach weil es besser und günstiger ist, als eine eigene Engine zu entwickeln für die Hersteller. Das heißt also, diese Unreal Engine und damit auch Epic Games als Firma werden immer wichtiger und quasi unersetzbar im Gaming-Bereich. Man liefert eine Art Betriebssystem für die Spieleproduktion. Dann entstehen da zusätzliche Feedback-Schleifen und die ermöglichen es Epic wiederum, dass sie selber ihr Produkt noch weiter verbessern können. Aber das eigentlich Interessante ist für die Zukunft auch, das Ganze wird nicht auf den Spielemarkt beschränkt bleiben, wie gesagt. Bereits jetzt dringt die Technologie zum Beispiel in den Filmbereich vor. The Lion King und The Mandalorian, kennt ihr bestimmt, zwei der wichtigsten Animationsfilme des Jahres 2019, basieren komplett auf Unity bzw. dem Unreal Engine. Und es geht noch viel weiter. Der Disney Star Wars Themenpark, zum Beispiel Galaxy's Edge nennt sich der basiert ebenfalls auf dieser Unreal Engine. Und fast noch spannender, Sony Music, die haben jetzt bekannt gegeben, dass man eine Technologie für Konzerte entwickelt, die ebenfalls auf diesem Unreal Engine basiert. Also was Epic Games da am Ende schaffen will, ist die Technologie so weiterzuentwickeln, dass es für Konzertgänger attraktiver und schöner wird, ein Konzert virtuell anzuschauen, als tatsächlich live vor Ort zu sein. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber wie soll es funktionieren? Der Gründer und CEO von Epic, Tim Sweeney, der will, dass Menschen mit Hilfe diesem Unreal Engine komplett in eine virtuelle Parallelwelt abtauchen können, die selbst gestalten, auch bewirtschaften können. Aber jetzt nicht so künstlich, wie das früher mal ein Unternehmen namens Artificial Life versucht hat. Vielleicht kennen das noch ein paar. Leider insolvent, die waren etwas ihrer Zeit voraus. Sweeney schwebt eine Technologie vor, mit der menschliche Gesichter und Emotionen glaubhaft digitalisiert werden können. Und damit will er quasi das nächste Level erreichen, wie die Gamer wahrscheinlich sagen würden. Eine Parallelwelt, der hat auch einen Namen dafür erfunden, nämlich Metaverse nennt er das, in die der User direkt eingebunden ist. Und das ist mehr als nur Fantasie, denn dadurch, dass Fortnite so erfolgreich war, kann sich Epic jetzt auch leisten, in den letzten Jahren entsprechende Unternehmen, die Technologien haben, zu kaufen oder in die zu investieren. In 2019 und 2020 allein hatten wir drei Firmen übernommen, Cubic Motion, Three Lateral und Quixel. Und die ersten beiden, die sind führend zum Beispiel bei der Kreation von realistischen, in Echtzeit hergestellten digitalen Menschen. Und Quixel kreiert sogenannte Mega-Scans von Real-World-Umgebungen, die man leicht adaptieren kann und dann quasi via Unreal in die Videos direkt einbauen kann. Das klingt irgendwie alles nach Science-Fiction, aber das Ganze wird mehr und mehr Realität, auch in anderen Bereichen. Noch in den letzten 5 Jahren haben zum Beispiel auch einige Städteplanungsbüros und Autoingenieursfirmen ihre Arbeitsabläufe und die Designs auf den Unreal Engine oder auf Unity umgestellt. Dadurch können sie viel einfacher realistische Modelle basteln und voll funktionierende Simulationen um diese Modelle herum erstellen. Und der Flughafen in Hongkong zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, der verwendet Unity, um Veränderungen beim Passagieraufkommen simulieren zu können. Sogar weiterführende Schulen verwenden inzwischen jetzt Unreal als Teil des Lehrplans und auch das US-Militär ist jetzt auch Kunde wohl inzwischen und nutzt die Maschine für Simulationen. Und Matthew Bell, der eine sehr interessante Artikelserie zur Thematik verfasst hat, die verlinke ich euch nach unten, der hat getwittert: Game Engines are eating all of media and entertainment. Das heißt, das ist die Dimension, von der wir hier reden, die wir irgendwann erreichen können. Aber wie läuft es eigentlich konkret in der Praxis ab? Wie will Epic Geld verdienen? Nun, mit Fortnite hat man, wie gesagt, richtig viel verdient und man kann jetzt quasi
um diese Unreal Engine herum oder um diesen Unreal Engine herum eine ganze Palette an weiteren Geschäften aufbauen. Zum Beispiel 2080 den Epic Games Store. Da versucht man jetzt diese eigentlich fest zementierten Strukturen im PC-Download-Sektor aufzuweichen. Da gibt es ja Steam als dominanter Player und die haben aber verlangen sehr hohe Gebühren und Epic Games geht nun her noch vielleicht nur 12% statt 30%. Wenn fremde Spielehersteller ihre Games da downloaden lassen wollen. Dann gibt es Epic Online Services, da geht es um Features wie Crossplay oder Cross-Save. Das bedeutet, man kann problemlos mit Freunden spielen, auch wenn die auf einem anderen Gerät unterwegs sind. Zum Beispiel der eine auf dem Handy, der andere auf dem iPad, der dritte auf dem PC. Und seit 2020 gibt es auch noch Epic Games Publishing. Das heißt, Epic finanziert künftig die Projekte anderer Videospielentwickler vor und vermarktet die dann nachher auch noch. Und schließlich hat man sich jetzt mit der Social Video App Houseparty auch noch in den Social Media Bereich eingekauft. Und man sich quasi online mit Freunden treffen kann. Und während der Covid-19-Krise wurde Houseparty jetzt zu einer der 10 beliebtesten Apps weltweit. Und vor 2 Wochen gab es zum Beispiel eine Veranstaltung, wo man als Host für 40 Künstler wie Katy Perry oder Snoop Dogg agiert hat, die da ein Programm quasi über das Medium vorgeführt haben. Und inzwischen gibt es glaube ich schon 350 Millionen User weltweit und ein paar Milliarden soziale Verbindungen auch über Houseparty. Ihr kennt das Muster, das Ganze geht in Richtung Plattform-Geschäftsmodell. Epic könnte zum neuen Internet-Giganten werden und ist mittelfristig, wenn alles nach Plan läuft, sogar mit Giganten wie Facebook oder auch Disney aufnehmen, beziehungsweise zumindest ebenso bedeutend werden. Das Blöde für uns als Anleger ist halt nur, Epic ist nicht börsennotiert, aber es gibt hier einen Walkaround, nämlich 40% der Anteile an Epic gehören nämlich dem chinesischen Internetriesen Tencent. Zu denen habe ich ja vor 6-7 Wochen schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch nochmal unten. Es hieß besser als Amazon, die stärksten Aktien der Welt. Und der Umweg über Tencent ist natürlich nicht perfekt für uns als Anleger. Der Tencent ist bereits ein Gigant, wie gesagt, die haben auch nach dem aktuellen Rücksetzer, hier ist übrigens mal der Chart, zu Tencent, damit ihr auch was zu sehen bekommt im Video, liegt die Marktkapitalisierung bei rund 454 Milliarden Euro. Sorry, und Epic wurde 2018 bei der letzten Finanzierungsrunde erst mit 15 Milliarden Dollar bewertet. Aber erstens ist ja Tencent so oder so aussichtsreich, siehe das alte Video. Und zweitens dürfte Epic bei der nächsten Finanzierungsrunde, die bald anstehen könnte, um ein Vielfaches höher bewertet werden als damals. Und letztlich ist Epic aus meiner Sicht, aus reinen Anlagegesichtspunkten einfach ein weiterer Grund, um in Tencent zu investieren. Bei Tencent gibt es ja 2 Aktien, die in Deutschland gehandelt wurden. Einmal Tencent Holdings mit der WKN A1138D und der ISIN KYG 875721634 und einmal die ADRs, also quasi die amerikanische Version mit der WKN A0YHJ8, wo es auch eine amerikanische amerikanische ISIN gibt, also eine, die mit US anfängt. Ich würde die normale Aktie nehmen mit der WKN A1138D, die hat mehr Handelsvolumen, ist deswegen einfacher und günstiger handelbar. Wie immer gilt aber natürlich, das soll jetzt keine Kaufempfehlung sein. Ich wollte euch einfach nur mal die Story zu Epic Games etwas beschreiben, weil ich das so spannend finde, was da abgeht. Und das hat ja wiederum auch Auswirkungen auf viele andere Branchen und Aktien. Ob ihr jetzt wirklich selber in Tencent investieren wollt, das bleibt natürlich wie immer euch überlassen. Bei dem Video hier freue ich mich jetzt auch sehr über Kommentare, speziell natürlich von denjenigen, die sich mit der Thematik vielleicht bereits näher beschäftigt haben. Es ist natürlich nicht so, dass das jetzt easy going wird für Epic, sicher nicht. Da sind noch viele, viele Hindernisse überwinden. Es werden einige Jahre noch ins Land ziehen, bis man so mächtig und groß werden könnte. Das Thema ist extrem komplex und vielfältig. Ich verlinke euch unten auch mal die Artikelreihe von Matthew Ball, der da natürlich noch viel, viel mehr in die Tiefe gegangen ist, als ich das hier im Video machen kann. Wirklich sehr lesenswert. Und ich freue mich auf euer Feedback, hoffe, euch hat es gefallen heute. Wie gesagt, im Aktienreport am kommenden Samstag gibt es die große Analyse zu Tencent und auch zu Alibaba. Klickt einfach auf den www.aktien-report.de Link unter dem Video und ihr seid mit dabei. Und natürlich dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, einfach auf den Button unter dem Video klicken. Ich wünsche euch ein tolles Restwochenende, danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut, ich bin Armin Prag. Ciao.